liebe Mama, du hast Krebs. Am Anfang hatte ich Angst, dass du stirbst. Ich hatte viele Fragen an dich, doch du hast sie mir alle beantwortet. Das hat mir ein bisschen die Angst genommen. Deine Hanna. Hannas Mutter Pia erfährt vor 11 Monaten, in ihrer Brust wächst ein bösartiger Tumor. Diese Diagnose verändert das Leben der alleinerziehenden Mutter auf einen Schlag. Ich habe leider Brustkrebs. Seit Oktober 2014 habe ich die Diagnose bekommen. Ja, und dann kommen 100.000 Gedanken. Was mache ich jetzt? Was ist mit meiner Tochter? Was ist mit der Arbeit? Das, ja, ist eine Welt zusammengebrochen, ne? Schon lange vorher spürte Pia einen Knoten in ihrer Brust. Doch ihr Arzt gab der gelernten Krankenschwester Entwarnung. Umso härter trifft Pia im letzten Jahr die bittere Wahrheit. Danach geht alles schnell. Erst Chemotherapie, danach Brust-OP, um den Tumor zu entfernen. Eine Behandlung auch mit Rückschlägen. Es gibt so Momente, wenn es einem selbst nicht gut geht, dann ist es halt schwierig manchmal, dass das Kind nicht so mitbekommt, wenn es schlecht geht. Dann versuche ich immer, mich so ein bisschen mehr zu motivieren, dass sie das nicht so dolle mitkriegt. In den schweren Momenten geben sich Pia und die 10-jährige Hanna gegenseitig Halt und Kraft. Ein-, zweimal zwischendurch, da habe ich ihr schon gesagt, dass das alles wieder gut wird. Und dann habe ich sie mal gedrückt. Also meistens, wenn sie geweint hat. Was Hanna beschäftigt, ist nicht nur die Angst, ihre eigene Mutter zu verlieren, sondern sie im Alltag, in aller Öffentlichkeit, ohne Haare zu sehen. So? Hm? Ja? Das sieht gut aus. Sitzt alles richtig? So. Sie hat gesagt, Mama, aber du kannst mich bitte nicht mit Glatze von der Schule abholen, wo ich in dem Moment war ich ziemlich schockiert. Erst habe ich mich so abgelehnt gefühlt und dann musste ich aber innerlich auch schon wieder lachen, weil ich meine Tochter schon seit 2 Jahren nicht mehr von der Schule abhole. Und sie wirklich gedacht hat, jetzt, wenn ich eine Glatze habe, dann komme ich sie noch mal wieder abholen. Das war für sie ganz schlimm. Als Pia ein Look Good Feel Better Kosmetikseminar besucht, lernt sie, die äußeren Zeichen der Krankheit zu verbergen. Doch dieser Nachmittag macht sie auch innerlich stark. Ich fand es bei diesem Seminar total toll zu sehen, dass die gut drauf waren. Die hatten Spaß an diesem Nachmittag. Das waren 2 Stunden, das war einfach toll. Da konnte man abschalten. Das hat mir wahnsinnig viel Angst genommen. Wenn man sich schminkt, fühlt man sich besser. So war es bei mir. Heute, 11 Monate nach der Krebsdiagnose, Pia und Hanna finden zurück in ein normales Leben. Die OPs sind erledigt, die Chemo ist vorbei, geschafft. Was ich jetzt noch bekomme, sind halt Antikörper und Antihormone. Ja, eigentlich ist damit das Schlimmste von den Behandlungen für mich ist abgeschlossen. Ich würde meiner Mama, glaube ich, sagen, dass sie das ganz gut gemeistert hat. Ich schaffe das schon.